Zuschauer, hallo, hallo aus Baden-Baden. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, jetzt ist Schokoladenzeit. Viele, viele haben bereits schon einen Schokohasen gegessen. Viele sind dabei, die auch nur zu kaufen und auch ganz brav zu sein. Etwa 200 Millionen Osterhasen wurden letztes Jahr produziert. Und der Klassiker ist der Osterhase aus Vollmilchschokolade. Wir haben die Geschmacksprobe gemacht, welcher denn am besten schmeckt. Wir haben uns 4 aus dem Discounter mal geholt. Ostereier suchen macht Spaß. Und wenn statt der bunten Eier ein Schoko-Osterhase gefunden wird, ist die Freude noch größer. Dass leider nicht alle Osterhasen lecker schmecken, mussten unsere Tester bei der Geschmacksprobe feststellen. Schade. In der Blindverkostung. 4 Schoko-Osterhasen aus Vollmilch. Alle von Discountern. Wir testen mit Oliver Coppeneur, Konditormeister, Patissier und Schokolatier. In seiner Manufaktur zaubert er aus Kakaobohnen hochwertige Schokolade. Er testet zusammen mit seinem Mitarbeiter Markus Teichmann, ebenfalls Patissier und Schokolatier. Zweites Testteam, Katharina Hadem und ihre Tochter Emilia. Die beiden Schokofans freuen sich schon auf Ostern. Der erste Schokohase in unserer Geschmacksprobe kommt von Penny. Gleich eine gelungene Osterüberraschung? Der sieht schon mal aus wie ein Hase. Ja, würde ich zustimmen. Das ist schon mal schön. Also ich finde schön, dass es so fellartig aussieht mit diesen kleinen Schnitzereien. Und wie ist der Hase von innen verarbeitet? Sehr ungleichmäßig ist er gegossen. Also hier ist so eine ganz dicke Seite, hier ist eine ganz schmale Seite. Beim Gießen einer Schokoladenhohlfigur ist es wichtig, dass Temperatur, Rezeptur und Zeit und Bewegung alle miteinander aufeinander abgestimmt sind. Ist also die Schokolade zu dickflüssig und die Temperatur zu kalt, dann kann die Schokolade in der Schleuder nicht sauber verlaufen und dadurch gibt es an einer Stelle einen Panzer und auf der anderen Seite eine hauchdünne Stelle. Sollen wir probieren? Mhm. Der Moment der Wahrheit. Das Aroma ist flach. Die Schokolade ist matt. Sie ist rau. Auch ein wenig sandig auf der Zunge. Also langweilig, billig. Schmeckt sehr süß. Ich glaube, da esse ich lieber die hart gekochten bunten Eier. Oh weh. Macht jetzt der Schokohase von Aldi mehr Lust auf Ostern? Sehr zurückhaltend von der Maserung. Ja, wenig Struktur, aber der Boden ist besser als beim vorherigen. Ja, sauber durchgegossen, sauberes Produkt, da gibt's gar nichts. Darf ich mir die Ohren brechen? Ja. Ah. Oh, aber es hat ein schönes Knack gemacht. Du meinst, das Geräusch muss auch stimmen? Ja. Dieses satte Knacken von Schokolade. Vom Schmelz her ist angenehm, ist nicht sandig. Ja. Lecker. Das ist schon eine anständige Qualität. Sollen wir den aufessen? Ja. Der Schoko-Osterhase von Netto. Macht er auch Appetit auf mehr? Es ist glatt gearbeitet, wieder ganz sauber, gibt's gar nichts. Schon ein bisschen älter. Hm? Ja, der riecht so, als ob er schon so ein paar Wochen im Regal gestanden hätte oder so. Also nicht sehr schön. Ich finde es sehr weich, wenig Knack. Er schmeckt nach alter Schokolade. Mit so viel Zucker und ist auch nicht so eine schöne Vollmilchschokolade, sondern ist einfach viel zu viel Zucker drin. Und wir bauen ihn wieder zusammen. Ich muss jetzt erstmal ein Glas Wasser trinken. Erstmal ein Glas Bier trinken. Erstmal ein Glas Wasser trinken. Kann ja nächstes Jahr ein Weihnachtsmann wieder werden. Och, bitte nicht. Letzter Starter, das Schokohäschen von Lidl. Kann es noch allen anderen davon hoppeln? Ungewohnt, oder? Hell. Eine helle Schokolade. Aber der riecht schön nach Schokolade. Ist sauber gearbeitet. Aber wenig kurz, Form. Wenig Form, keine ja. Struktur. Gucken wir mal, ob er vielleicht einfach total gut schmeckt. Ich finde es ein sehr angenehmes Aroma. Ja, doch. Sehr milchiges. Schmeckt überraschend milchig. Gut eigentlich. Ja. Ne? Nicht so schlecht. Mhm. Die Schokolade wird dem Wort Vollmilchschokolade am meisten gerecht. Und welcher Schokohase hat nun die Nase vorn? Also unser Testsieger ist die Nummer 2. Der sieht nicht nur süß aus, sondern der schmeckte richtig schön schokoladig, nicht ganz so süß. Und er hatte diesen Schmelz, den wir erwartet haben. Und man hat geschmeckt, dass es richtige Schokolade war. Genau. Unser Testsieger ist Schoko-Osterhase Nummer 4 geworden.
Der hat die besten kakaoigen, milchigen, karamelligen Aromen. Und darüber hinaus hat er auch einen sehr feinen Schmelz, wenig sandig, einen schönen Abgang. Das ist unser Testsieger. Lecker sind sie beide. Unentschieden zwischen den Schokohäschen von Lidl und Aldi. Und es ist ja auch ein Geschmackstest und wir wissen ja alle, die Geschmäcker sind verschieden. Wir sprechen jetzt über das Bratfett, ganz wichtiges Thema bei uns in der Küche. Wir frittieren viel, wir braten viel, aber welches Öl nehmen wir dafür? Sabine Schütze von der Ernährungsredaktion ist bei uns. Du hast dich damit mal auseinandergesetzt, aus zweierlei Gründen. Einfach damit wir wissen, welches Fett sich für was eignet. Aber auch ernährungsphysiologisch gibt es da einiges zu beachten. Ja, da haben wir halt beim Braten einfach die Krux, dass je heißer letztendlich ein Fett oder ein Öl erhitzbar ist, desto mehr gesättigte Fettsäuren hat es. Und diese gesättigten Fettsäuren, die sind ernährungsphysiologisch ungünstig. Die können den Cholesterinspiegel ungünstig beeinflussen. Und das ist natürlich dann ein Grund, warum man eigentlich gucken sollte, dass man möglichst wenig von diesen gesättigten Fettsäuren hat. Das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel Kokosfett, das ist hier vorne, diese weißen Blöcke, das besteht zu über 90% aus gesättigten Fettsäuren. Das sollte man also eigentlich möglichst wenig nehmen, aus genau diesem Grund. Ein bisschen weniger hat dann zum Beispiel Butterschmalz. Da sind wir so bei 70% gesättigten Fettsäuren. Und wenn wir dann Margarine oder Butter nehmen, da sind wir so bei ungefähr 50%. Das ist also dann auch schon etwas weniger. Und darum ist es eigentlich ja immer so ein bisschen die Abwägung, wie heiß erhitze ich und dann nehme ich möglichst das mit den wenigsten Gesättigten. Wir gehen das Ganze jetzt auch mal durch, Schritt für Schritt. Und für Sie der Hinweis, wenn Sie eine Frage haben an unsere Expertin, sehr gerne her damit. Beide Kontaktmöglichkeiten, also anrufen und Mail, blenden wir Ihnen ein. Und wir starten doch jetzt mal direkt. Ja. Ne? Also wir haben natürlich die Butter, weil sie gerne zum Braten genommen wird. Einfach mal mit hingestellt. Das Problem ist, Butter ist nicht sehr hoch erhitzbar. Die wird schnell braun, verbrennt schnell. Das weiß jede Hausfrau, die schon mal zu heiß erhitzt hat. Deswegen höchstens 150. Da muss man einfach wirklich mit reduzierter Hitze arbeiten. Margarine und auch natives Olivenöl zum Beispiel hält ein bisschen mehr aus. Wobei, auch hier kann man ganz schnell das Ganze übererhitzen. Da ist der Rauchpunkt ganz entscheidend. Wenn nämlich ein Öl oder ein Fett anfängt zu rauchen, dann zersetzen sich die Fettsäuren und es können auch gesundheitsschädliche, sogar krebserregende Zersetzungsprodukte entstehen. Und das sollte man nicht machen. Wir wollen das mal zeigen, wie fix das geht. Denn ich habe hier natives Olivenöl. Was heißt denn jetzt nativ? Nativ ist kalt gepresst. Da haben wir noch Aromen und Trubstoffe zum Teil drin. Jetzt hatte ich schon gesagt, ich habe genug gehitzt. Wir gucken mal, ob es klappt noch. Das ist jetzt schon ziemlich heiß, weil es direkt anfängt zu rauchen. Das ist jetzt übrigens 180 Grad und man sieht, es raucht sofort und das bedeutet, es ist zu heiß. Und dann eben zersetzt sich das Öl in diese gesättigten Fettsäuren sogar teilweise? Nicht in die gesättigten, sondern in Transfettsäuren und andere Zersetzungsprodukte. Und das ist dann im Prinzip gesundheitsschädlich. Wenn man eine Pfanne so heiß erhitzt hat, dass das Öl raucht, kann ich wirklich nur empfehlen, bitte das Öl wegkippen und nicht mehr nehmen. Es ist einfach gesundheitsschädlich und deswegen Finger weg dann davon. Okay. Die Temperatur müssen wir auf jeden Fall achten, und das ist wichtig. Deswegen nicht bis 180 Grad, das ist schon zu heiß hier. Okay, beim Olivenöl gut aufpassen. Wie ist es bei der Margarine? Die verhält sich ähnlich, deswegen hast du die auch zusammengestellt. Genau, die ist relativ ähnlich. Man kann im Prinzip damit auch durchaus mal braten, aber man muss dann aufpassen, dass man nicht eben über diese 170 Grad möglichst kommt, denn auch dann habe ich das gleiche Problem. Wir haben in der Küche oftmals Butterschmalz und da passt auch eine Frage sehr gut von der Hanni Henschel. Sie fragt erstmal, Butterschmalz, wie wird das überhaupt hergestellt? Und bei Ihnen ist es immer flüssig? Muss ich das jedes Mal neu erhitzen und dann wieder abkühlen lassen, bis es verwendet wird? Man kann es natürlich durchaus auch direkt vom Block nehmen. Ja? Und das ist auch noch so ein Tipp, den ich da durchaus geben kann. Die Pfanne schon mal erhitzen und dann erst das Fett dazu tun. Man muss es nicht von Anfang an dazu haben. Wie gesagt, man kann es vom Festen her nehmen. Unser Vincent macht es immer vorher schon flüssig, weil es sich einfach schöner in der Pfanne verteilen und verarbeiten lässt. Deswegen ist es bei ihm immer schon schön flüssig. Aber wie gesagt, fest ist es im ganz normalen Zustand. Das sind diese Fette, die eben auch relativ hoch erhitzbar sind.
Dann geht es weiter mit Sonnenblumenöl, sehe ich das richtig? Ja, genau. Wir haben hier jetzt raffinierte Öle. Und zwar empfehle ich da sowohl Olivenöl raffiniert als auch Rapsöl raffiniert. Mhm. Das kann man schon mal relativ hoch erhitzen. Da komme ich schon mal mit 200 Grad klar. Das ist das, was ich zum Beispiel, wenn ich mal ein Stück Fleisch scharf anbrate, durchaus nehmen kann. Denn die raffinierten Öle haben halt den Vorteil, dass sie durch diese Bearbeitung höher erhitzbar sind als die kaltgepressten. Mhm. Und da kommen wir mit 200 Grad ungefähr halt hin. Und die kann man dann natürlich gut nehmen. Man muss allerdings eins sagen, Öle, diese flüssigen, spritzen in der Regel ein bisschen mehr als die festen Fette. Das sollte man halt nur wissen und ein bisschen entsprechend vorsichtig arbeiten. Und es gibt natürlich, wenn man es richtig hoch erhitzen will, und über 200 Grad kommen wir eigentlich nur, wenn wir im Wok zum Beispiel mal was machen. Mhm. Dann gibt es noch diese Möglichkeiten, das Kokosfett vorne, das Feste hatte ich angesprochen. Dann gibt es die sogenannten High-Oleg-Öle. Da ist der Anteil der Ölsäure sehr, sehr hoch. Denn bei den Ölen, bei den Pflanzenölen, ist es die Ölsäure, die dafür sorgt, dass man es relativ hoch erhitzen kann. Aber das ist extrem teuer. Wir haben viele Zuschauer in der Leitung und ich möchte mit Ihnen auch beginnen. Das ist die Frau Strahlmann. Ihre Frage bitte. Ja, hallo, guten Tag. Jetzt habe ich schon einiges mitbekommen im Nachhinein. Ich bin etwas überrascht. Ich benutze sehr viel das Kokosöl, weil mir das aus Ernährungssicht empfohlen wurde, dass es so gesund ist und benutze es also jetzt komplett zum Braten. Jetzt bin ich mir unsicher, ist das jetzt gut oder schlecht? Es kommt bei Ihnen darauf an, würde ich sagen, wenn Sie gucken, wir haben hier zum Beispiel raffiniertes Kokosöl, das ist diese festen Blöcke. Das ist raffiniert und da haben wir diesen wahnsinnig hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren drin, von denen ich eben abrate. Es gibt auch Kokosöl, das ist ein bisschen durchscheinender von der Konsistenz, da ist der Anteil der gesättigten Fettsäuren nicht ganz so hoch. Das nennt sich zum Teil auch teilraffiniert. Das können Sie durchaus dann häufiger verwenden. Das ist, wie gesagt, nicht ganz so problematisch. Also je nach gewünschter Hitze sollten wir unser Bratfett uns aussuchen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass Gemüse nur mit Olivenöl erhitzt werden kann und angebraten kann und Fleisch nur mit raffinierten Ölen. So ist es nicht, sondern die Hitze ist entscheidend. Die Hitze ist entscheidend und natürlich auch, was will ich geschmacklich erreichen? Wir mögen ja alle den Buttergeschmack zum Beispiel. Mhm. Ne? Also was ich machen kann, ist zum Beispiel einfach ein Rapsöl nehmen, ein raffiniertes, das ist neutral vom Geschmack und ein bisschen Butter oder auch Butterschmalz dazu tun, dann habe ich auch den Geschmack, wenn ich es möchte. Oder Fleisch, finde ich, schmeckt auch angebraten mit Olivenöl gut. Dann muss ich aber, wenn ich eben den Geschmack von Olivenöl am Fleisch haben will, einfach die Hitze auch reduzieren. Ich habe nämlich vorhin mit Vincent noch so ein bisschen drüber geredet, der sagt auch, lieber die Hitze reduzieren, wir müssen nicht unheimlich scharf anbraten, das ist gar nicht nötig. 200 Grad brauchen wir selten. Okay, Sabine Schütze, vielen herzlichen Dank. Ich nehme dich mit in die Küche und quasi zu Vincent. Und wenn Sie all diese Informationen noch mal durchgehen möchten, das können Sie machen auf unserer Homepage ardbuffet.de. Und Sabine Schütze wird ab 13 Uhr auch am Telefon für Sie sein. Also für all die Anrufer, die jetzt hier nicht durchgekommen sind, ab 13 Uhr sitzt du freundlicherweise am Telefon und beantwortest die Fragen. So, und dann jetzt natürlich die große Frage, welches Öl, Fett spielt jetzt bei dir und bei deinem Gericht eine Rolle. Wir bekommen von dir ein Omelett. Das mache ich entweder mit frischer Butter, da muss ich aber ganz zart mit der Hitze umgehen. Oder ich habe jetzt hier einen Butterschmalz, gebe ich das da mal rein, erhitze es mal so ein bisschen. Und kann sein, der Spanier nimmt Olivenöl dafür, dann schmeckt es aber wieder anders. Nicht? Mhm. Also, aber sag mal, Butter ist schon ziemlich deutscher Geschmack eigentlich. Und wir machen ja Heimatküche und da ist Butter nie ganz falsch. Ja. Und die geklärte Butter nennt man das auch, die kann man relativ hoch erhitzen. Die frische Butter, das wissen wir, die wird schnell schwarz. Und wir machen ein Omelett da rein. Ne? Und wir machen, warum ein Omelett? Weil das füllen wir. So viel Eier haben. Ja? Eier übrig. Eier auspusten. Genau, ne? Dann machen wir Omelett. Und du füllst dein Omelett. Ja, und zwar, ich habe hier so Frischkäse, das ist jetzt Hüttenkäse, da könnte man auch einen Quark nehmen oder irgendeinen Frisch, was man halt gerade will, oder Ziegen. Frischkäse, jetzt haben wir hier Kräuter. Da rate ich eigentlich, wenn man sich zum Beispiel die Kräutermischung kauft für Frankfurter grüne Soße, da ist alles drin, was der Frühling zu bieten hat. Sieben Kräuter, wenn mich nicht täuscht. Ja, Pimpernel, ganz wichtig. Also Pimpernel ist mir fast das Wichtigste, dann Kerbel, Petersilie, Sauerampfer und so weiter. Hier wird es zu heiß, ich riech's. Jetzt muss hier noch ein Eigelb rein. Und dieses Eiweiß, das gebe ich jetzt einfach mal zum Omelett. Das ist jetzt
ein bisschen geschummelt, aber ich will es einfach nicht wegwerfen. So, jetzt Salz habe ich schon dran. Du kannst ein bisschen Pfeffer dran tun, ja. Ein bisschen rühren. Dann werde ich mich mal ums Omelett kümmern. Und zwar, man muss das... Du hast zwei ganze Eier genommen und ein Eiweiß, ja, damit du das Ei klar nicht wegwirfst. Ja, das ist einfach verarbeitet. Jetzt mache ich das hier so zusammen. So. Also das muss man gut verschlagen oder ganz schnell so zermixen. Mhm. Und jetzt, guck mal, jetzt habe ich hier ein bisschen zu viel drin. Dann gebe ich das einfach hier zurück. Aber ich habe jetzt den Rand hier auch gefettet. So. So. Jetzt geht's rund hier. Aber ganz sanft. Hast du probiert? Nee, habe ich nicht. Totaler Blindflug, wa? Ja, weißt du warum? Weil du ein Eigelb drin hast. Und das mache ich ehrlich gesagt ungern. Also rohes Ei habe ich so... Ich weiß, es gibt Kraft. Es gibt Kraft und macht Kraft. Wir haben in unserer Küche... Und, bist du zufrieden? Vermutlich relativ viel rohes Ei und seit 40 Jahren kein Unfall gehabt. Man muss nur teure Eier kaufen, keine billigen. Ich schwöre dir, sobald das im Ofen ist, werde ich es probieren. Aber solange du zufrieden bist, bin ich auch zufrieden. Guck, jetzt haben wir hier also... Was machst denn du hier jetzt da? Du Omelette. Machst ja dein Omelett kaputt. Ja, ich muss ja gucken, dass da... Da hat es ja oben diese Flüssigkeit. Ja. Dass es ein bisschen schneller geht. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, ich mache vieles. Anders, gell? Zum ersten Mal. Nee, es ist das Schöne am Kochen, dass du so viele Möglichkeiten hast. Machst es so oder so. Also ich habe auch eine andere Möglichkeit, wie man nachher mit dem Käse da umgeht, aber jetzt zeige ich das mal so. Mhm. Und jetzt wickeln wir das ganze Ding mal so auf. Mhm. Mhm. Jetzt ist es da innen drin. Ja. Jetzt kann man das in eine Form geben und im Ofen einfach warm stellen. Das wird jetzt noch mal überbacken, oder? Nee, nur warm halten. Eigentlich ist es jetzt fertig. Wir können zu Tisch. Okay. Aber du hast noch was zu tun. Ja, ich hab total viel zu tun. Also gut, dann warten wir noch ein bisschen. Ja. Ich mache jetzt gleich noch mal eins. Das gebe ich also in die Form. Wir sind ja so vier Leute, ne? Jeder kriegt eins. Das ist gut. Das und ist gut. Radieschensalat gibt es auch noch nachher. Also ich habe ja jetzt quasi in der Küche nichts mehr zu tun. Dann gucke ich mal, ob ich wettertechnisch was für Sie tun kann. Ein bisschen zeigt uns ja der Frühling die kalte Schulter. Wie es am Wochenende wird, bekommen wir jetzt von Dieter Voss erzählt. Hallo nach Frankfurt. Und bevor du mit dem Wetter loslegst, stellst du uns ein kleines possierliches Tierchen vor. Und das hat immer einen Sonnenschirm dabei. Oder ist es doch ein Regenschirm? Ja. Also es ist ein Sonnenschirm, könnte auch ein Regenschirm sein. Aber wir sind ja immer auf der Suche nach Themen, die irgendwie mit Wetter zu tun haben. Und da sind wir auf Sciurus gestoßen. Sciurus, das seinen Schwanz tatsächlich als Sonnenschirm einsetzt und so auch zu seinem Namen gekommen ist. Aber nichts Exotisches, darf ich vorstellen. Sciurus vulgaris, jawohl, das gemeine Eichhörnchen. Die alten Griechen fanden das so typisch, dass das Tier sich mit seinem buschigen Schwanz eben selber Schatten machen kann. Dass daraus der Name entstanden ist. Chia heißt so viel wie Schatten. Aura ist der Schwanz. Im Lateinischen wurde dann Sciurus daraus, der im Schatten seines Schwanzes sitzt. Das ist aber eigentlich nur ein Nebeneffekt, den die alten Griechen da in den Fokus gestellt haben. Denn in erster Linie dient der Schwanz beim Klettern der Balance. Und bei weiten Sprüngen sind ja fast schon kleine Flüge als Steuerruder. Der Jahreszeit entsprechend klettern und springen Eichhörnchen jetzt im Moment besonders eifrig, um möglichst schnell wieder zum Nachwuchs zu kommen. Denn die Zeit der Kinderstuben ist da. Zweimal im Jahr gibt es Nachwuchs. Jetzt, März, April. Und dann später im Sommer ein zweites Mal. Ja, heute und morgen haben wir nicht wirklich Sonnenschirmwetter. Im Nordosten ist es heute zunächst freundlich, später dort auch wieder mehr Wolken, etwas Regen. Im übrigen Land heute erst Wolken, später mehr Sonne. In der Nacht dann von der Ostsee bis zum Erzgebirge, später auch Richtung Schleswig-Holstein und hier in Ostbayern Tropfen, in Hochlagen auch Schneeflocken. Morgen im Norden und in den östlichen Regionen hier und da Regen oder auch Sprühregen, auch sonst viele Wolken, paar Tropfen. Nur hier im Südwesten könnte man Sonnenschirm gebrauchen, da ist es freundlicher. Temperaturen heute Nacht, Tiefstwerte im Norden um 8 Grad, Richtung Südwesten stellenweise leichter Frost. Morgen verbreitet, Temperaturen von 11 bis 14 Grad, etwas milder hier am Oberrhein bis 17 Grad. Hier in den östlichen Bergen ist etwas kühler, dort Temperaturen um 8 Grad. Das Wochenende, Samstag im Norden stark bewölkt, im Süden kommt
kommt die Sonne raus. Am Sonntag ist es verbreitet sonnig. Ja, und es ist wieder mild. Im Südwesten Temperaturen bis 24 Grad. Nur an der See ist es noch kühler. Montag wird es dann von Nordwesten her wieder ein bisschen unbeständiger. Insgesamt wenig Regen. Auf Regen haben auch wir vergeblich gewartet, als wir Studenten der Mainzer Hochschule besucht haben. Damit bei Regenwetter keine schlechte Laune aufkommt, haben die aufmunternde Botschaften auf Gehwege gesprüht. Sichtbar? Nur bei Regen. Und weil bei unseren Dreharbeiten kein Regen da war, haben wir die Regenwolke durch diesen blauen Eimer ersetzt. Bei trockenem Wetter sieht man gar nichts. Wenn es regnet, erscheinen kreative Sprüche wie dieser hier. Regenbogen entstehen durch ein Lächeln, das sich in den Tropfen eines grauen Tages bricht. Sehr schön. Studenten vom Fachbereich Kommunikationsdesign sollten lernen, kreativ zu texten. Gucken wir uns noch einen Spruch an. Diesen hier. Wer hat seinen Teller nicht leer gegessen? Wir wissen ja alle, dann gibt es bekanntlich schlechtes Wetter. Und mir persönlich gefällt etwas ganz besonders gut, dieses hier, da gibt es die offizielle Regentanzfläche. Mal witzig, mal poetisch, auf jeden Fall nette Texte gegen schlechtes Wetter. Zurück zu dir, Fatma. Diese Tanzfläche ist der Hit. Superschön, Dieter Voss. Vielen herzlichen Dank. Sehr schön. Liebe Zuschauer, vielleicht ist Ihnen in diesen Tagen im Ersten etwas sehr Goldiges aufgefallen. Und zwar hoppeln durch das Programm aus Gemüse geschnitzte Tiere. Sehen sie nicht fantastisch aus? Gleich müsste noch eins kommen. Oh, das sind meine Lieblinge. Da kann ich mich nicht satt sehen. Geschnitzt wurden die von Gemüseschnitzern, also von richtigen Profis aus Brandenburg. Die müssen wir natürlich kennenlernen und haben unseren Kollegen Norbert Lübbers zu ihnen geschickt. Tief, tief im Osten, in Guben an der Neiße, da lebt jemand, der ein geheimnisvolles Handwerk beherrscht. Bernd Fabian, ein Meister seines Faches. Sein Werkzeug messerscharf. Und was sich mit ihm anlegt, ist danach kaum wiederzuerkennen. Wenn man damit immer angefangen hat, wird es wie eine Sucht. Bernd Fabian ist Obst- und Gemüseschnitzer. Was andere zu Obstsalat verschnibbeln, ist für ihn die Zutat für große Kunst. Was gerade noch Kraut und Rüben war, verwandelt er in ein Blütenmeer. Ja, einmal Gemüseschnitzer, immer Gemüseschnitzer, das kann man wirklich so sagen. Ich mache es jetzt seit über 16 Jahren und ich kann nicht sagen, dass es irgendwann mal langweilig geworden ist. Heute muss der Rettich dran glauben. Mit ihm hat der Meister Großes vor. Dem Gemüse will er Flügel verleihen. Eigentlich muss ich erst mal eine Grundform herstellen jetzt. Und ich muss wissen, jetzt soll der Vogel nach hinten gucken, soll er nach vorne gucken, seitlich. Egal wie, ich fange mit dem Schnabel an, mit dem Kopf an und demnach arbeite ich mich an den Körper eigentlich mehr oder weniger ran. Für den Meister der Verwandlung ist nichts unmöglich. Dieser Osterhase war übrigens mal ein ordinärer Kürbis. Im Großen und Ganzen kann man wirklich jedes Gemüse verwenden. Und es gibt so viele Techniken, wo ich aus irgendwas was machen kann, was ich hätte früher nie für möglich gehalten. Und das ist auch so eine Faszination am Gemüseschnitzen. Zum Glück ist der Meister mit seiner Leidenschaft nicht alleine. Eileen Ott aus Cottbus ist die Frau fürs Filigrane. Blumen, Blüten, besonders die asiatischen Formen haben es ihr angetan. Ist doch Fernost die Wiege der geschnitzten Kunst. Man hat damit dem Gast oder dem Gastgeber eine besondere Ehre erwiesen, indem man eine Obst- und Gemüseschnitzerei mitgebracht hat. Geschnitztes Obst und Gemüse als Zeichen der Anerkennung. Schließlich ist das Auge mit. Hierzu mache ich eine Melonenrose. Rosen sind asiatisch auf jeden Fall, im Chinesischen, im Thailändischen, in beiden vertreten. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht so das Händchen, um Tiere zu machen. Ich kann mich in diese Tiere wahrscheinlich nicht richtig reinversetzen, dass es genau so aussehen soll. Bei mir wird dann ein Dinosaurier statt ein Osterhase. Nein, ich habe da mehr so die Vorstellung und das liegt mir mehr. Das traditionelle Handwerk hat Bernd Fabian von einem chinesischen Großmeister gelernt. Und die harte Schule zahlt sich aus. Aus dem Rettich ist tatsächlich ein fliegender Vogel geworden. Ich hauche jetzt hier dem Rettich natürlich eine Seele ein. Ich sehe hinterher einen Vogel, der hat auch eine Seele. Der Betrachter
sieht den Vogel, dann rufe ich doch Begeisterung hervor. Und das ist eigentlich das Schönste, was es gibt für mich. Vögel aus Rüben, Rosen aus Melonen und zwei messerscharfe Liebhaber. Mich fasziniert speziell am Obst- und Gemüseschnitzen, dass man immer einen Überraschungseffekt dabei hat. Man weiß nie genau vorab, was wird am Ende entstehen. Man hat zwar einen Plan, aber hundertprozentig gleich wird es nie. Und weil die beiden nie genug bekommen können vom Obst- und Gemüseschnitzen, entsteht spontan noch eine kleine Überraschung. So. Aus Guben, direkt nach Baden-Baden. Danke für diesen Gruß. Sieht einfach spitze aus. Toll, ich will das auch können. Vincent, du kannst es doch bestimmt. Lernt man das nicht in der Kochlehre? So kann ich das nicht, aber wir haben auch was Ähnliches gelernt. Das zeige ich gleich mit Radieschen. Wir machen jetzt einen Radieschensalat. Ja. Und dann könnt ihr eigentlich mal die Hausfrau. Ja, machen, ja, ne? Natürlich. Öl, wie denn? Essig, Pfeffer. Hier habe ich ein bisschen Salz. Da braucht alles nicht viel. Da kriegst du noch ein paar Kräuter. Und ich zeige mal, was wir mit diesen Radieschen immer gemacht haben. Ne? Also, das ist jetzt 45 Jahre her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Das Herzblättchen muss stehen bleiben. Dann fahre ich hier so ein bisschen schräg um dieses Radieschen herum. Und das haben wir damals für kalte Buffets und so weiter. Also heute bin ich, also nichts gegen Schnitzkunst, aber schmecken muss es halt. Dann habe ich hier diese. Und dann lege ich die ins Wasser und dann geht es so auseinander. Oh, ist ja herzallerliebst. Aber schmeckt nicht. Das Wasser laugt alles raus, verstehst du? Ja, echt? Das schon. Aber man kann ja zur Zierde ein bisschen sowas hinlegen. Wird schon ein bisschen fad. Ja, ist echt fad. Aber mild. Dadurch halt mild. Genau. Wenn einer die Schärfe nicht verträgt, legt er den Rettich hin. Mein Vater hat mir ja irgendwann mal beigebracht, dass man die Dekoration nie essen darf im Restaurant. Also man dürfte das nicht essen, ja? Oder? Nee, ich möchte auch nicht, wenn einer da mit seinen Pfoten da dauernd so rumgeschnitzt hat, das muss man halt unbedingt essen. Das ist dann eher zur Zierde und so bei kalten Buffets und so weiter. Mhm. In der thailändischen Aber Küche auch. Mit deinen Pfoten macht mir das gar nichts aus. Was machen wir jetzt noch? Du hast ja so viel Kräuter, ne? Pimpinell, Kerbel, Sauerampfer, Petersilie. Und fertig ist die Heimatküche. Da musst du ein bisschen probieren, ob du das richtig abgewürzt hast. Ach komm. Supermäßig Essig. Ja. Aber ich mag das. Ja. Das war ja jetzt quasi eine Liebeserklärung, ne? Und jetzt gebe ich einfach Oh. Als, ja. Ja, weißt du, was man dann macht? Was machen wir dann? Zucker dran. Mach's wie der Winzer. Ist der Wein zu sauer, gib da Zucker dran. Mhm. So machen wir es. Ein bisschen arg viel, ja. Nee, das ist gut. Außerdem lässt es alles noch nach. So. Du meinst es gut mit mir, das ist schön. Magst du den Radieschen, ja? Sehr. Und zwar, überhaupt wenn sie so gut sind, dann sind die hart. Wenn sie weich sind, ist blöd, das ist irgendwie Kaugummi. Aber jetzt ist ja auch gerade die Saison. Ganz besonders gut schmecken Radieschen natürlich direkt vom Acker. Wir waren in Hasloch bei der Ernte dabei. Der April macht nicht nur, was er will, sondern auch die Radieschen reif. Hasloch, Vorderpfalz. Auf diesem Acker sind die Radieschen erntebereit. Eine halbe Stunde, bevor die Helfer kamen, wurde er gewässert. Jetzt lassen sich die roten Knollen ohne großen Kraftaufwand ernten. Von Hand. Denn nur so bleibt das Blattwerk dran. Der deutsche Verbraucher mag Gemüse, Radieschen mit Blätter. Er denkt, die sind frischer wie ohne Blätter. Normal haben wir eine Vollerntemaschine, die macht die Radieschen ohne Blätter weg. Sie werden gewaschen, abgepackt, was normal vernünftiger wäre für jeden. Denn dann würden die Radieschen sich auch länger halten, sie sich aber in Deutschland nicht verkaufen lassen. Deshalb sind hier rund 100 Erntehelfer aus Polen und Rumänien auf dem Acker. Radieschen mit Blättern ernten, das kann die Maschine nicht. Doch keine Radieschenernte ohne künstliche Beregnung kurz vor der Ernte. Viel brauchen die roten Knollen nicht, dafür muss es aber gezielt sein, auch in der Menge. Wir haben es sehr gerne, wenn es nicht regnet, dann können wir das Wasser steuern. Dieser Teil der Vorderpfalz ist in Sachen Radieschen führend. Etwa 85% aller in Deutschland produzierten Radieschen stammen aus der Region rund um Hasloch. Wenn das Wetter mitspielt, wird allein dieser Betrieb mehr als 7000 Tonnen Radieschen produzieren. Bis zum ersten Frost im Winter. Denn dann endet die Saison.
Und einen leckeren Radieschensalat gibt es heute im ARD-Buffet. Später von Vincent Kling. Denn jetzt ist erstmal Martina Lammel hier mit einer schönen Idee zum Nachmachen, zum Selbermachen. Und zwar hast du Glaslichter mitgebracht. Genau, als Tischdekoration. Und die Variante Blumenvase, also einfach eine Flasche, die jetzt umwoben ist mit diesem Pedigrohr. Denn ich hatte noch ein bisschen Material übrig. Ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit diese Lampen gemacht, die so ein bisschen aussehen wie Reusen. Und das waren drei Hängelampen. Und ich die zeigen wir nochmal. Genau, zur Erinnerung. Zeigen wir noch die mal. Sehen auch prächtig aus. Sehr schön. Toll. Genau, und da dachte ich mir dazu die passende Tischdekoration. Und weil eben noch von dem Rohr was übrig war, was unseren Zuschauern bestimmt genauso ging. Die Bauart ist ähnlich, obwohl wir jetzt das Glas eben noch mit eingeschlossen haben. Und ich habe hier für den Boden eine etwas dickere MDF-Platte genommen. Einfach damit das Ganze so ein bisschen unten eine Basis bekommt. Man nimmt einfach ein Einwegglas, ja, am besten Einwegglas oder ein Dekoglas, was man hat, und sägt es dann in dieser Größe aus. Es müsste einfach noch ein bisschen Rand außenrum sein, um die Löcher zu bohren. Und die Löcher, die habe ich einfach gebohrt in dem gleichen Durchmesser wie mein Rohr. Und das habe ich zuvor eingeweicht. Da das Rohr vielleicht ein bisschen wieder eingehen könnte, also einschrumpfen könnte, wenn es trocknet, könnte man, wenn man jetzt diese Stäbe hier einführt, auch gerne einen Tropfen Klebstoff mit reintun. Probiert man einfach aus. Man kann auch später von der Rückseite, von der Unterseite auch nochmal einen Tropfen Klebstoff mit reingeben, wenn das nötig sein sollte. Aber in der Regel passt das so ganz gut. Und du siehst, dadurch, dass ich das eingeweicht habe, so jetzt nehme ich das ganze Gehäder mal hier weg, ist das Rohr sehr flexibel und nicht mehr brüchig. Andernfalls würde es tatsächlich richtig knicken. Und man soll es nicht zu lange ins Wasser legen, weil es sonst so ein bisschen eine graue Farbe bekommt. Pettigrohr gibt es im Hobbyfachhandel zu kaufen. So in diesen 250 Gramm Ringen und kostet so um 12 Euro etwa. Also wirklich erschwinglich und ein schönes Naturmaterial. So, wenn ich jetzt hier einen Korb flechten möchte, würde ich jetzt einfach hier anfangen mit einmal links, einmal rechts. Wir haben eine ungerade Zahl an Löchern, beziehungsweise jetzt eben an senkrechten Stegen. Und das ist ganz wichtig, damit das dann einfach beim Weben am Schluss wirklich immer abwechselnd geht. Siehst du, jetzt wiederholt sich das also praktisch. Zweite Runde sieht man, jetzt werden schon die Stäbe ein bisschen eingeschlossen. Das heißt, sie bekommen jetzt auch eine Führung. Also sie sind jetzt schon fixiert. Und jetzt würde ich auch schon an dieser Stelle fast sagen, dass man das Glas mit einbinden sollte, weil, wenn man jetzt hier lustig weiterwebt, bekommt das Ganze durch die Spannung so ein bisschen eine Tendenz, nach innen immer enger zu werden. Verstehe, das wäre auch ein Tipp, wenn man einen Korb flechten möchte, ohne Glas, dass man ein Glas nimmt als Hilfe, dass man das mit reinstellt und dann diese Form jetzt einfach behält. Ja, und was wir jetzt aber hier machen, ich webe jetzt hier einfach noch ein Stück weiter und dann nehme ich einfach noch mal ein neues Stück von meinem Pettigrohr. So ungefähr 2 Meter lange Stücke und webe jetzt hier oben ein Stück weiter oben weiter. Einfach um diese Kalkfarbe jetzt hier so ein bisschen in Szene zu setzen. Also das ist diese Kalkeffektfarbe, diese Kreidefarbe. Das sind diese Effekte, die so eine ganz hohe Mattigkeit haben. Also das ist gerade halt wahnsinnig angesagt und passt halt super schön zu diesem Naturmaterial. Es hat so was ganz Natürliches, so was Leichtes, was ganz Sommerliches natürlich. Und vor allem, weil das auch diese sanften Farben sind, die man jetzt so gerne sieht. So, wenn ich das Glas noch so, also noch rausnehmen können möchte am Schluss, dann müsste ich jetzt aufpassen, dass ich hier oben eben nicht zu eng werde. Aber das kann man ruhig bei einem Windlichtglas machen, finde ich. Bei der Flasche hier habe ich das auch so gemacht, hier oben nochmal zusammengebündelt, damit das Ganze so eine Form kriegt. Also hier würde ich sagen, lässt man sich ganz einfach inspirieren von dem Material. Und wir können auch ganz gerne mal diese Kalkfarbe ausprobieren auf Glas. Weil ich habe hier zwei Varianten. Und zwar einmal habe ich das Glas bemalt, das kann man hier sehen. Das Glas bemalt und das Korbmaterial bemalt. Hier einfach Natur belassen und hier ganz auf der rechten Seite sehen wir, da haben wir das Glas mit der Kalkfarbe und das Rohr Natur belassen. Und ich finde, so in dieser Kombination so ein bisschen zu spielen mit diesen Effekten. Hat eine hohe Deckkraft, ne? Hat eine hohe Deckkraft, genau. Also auf Glas kann man sagen, weil das eine sehr glatte Oberfläche ist, macht es manchmal Sinn, nach dem Trocknen einfach nochmal einen zweiten Farbauftrag. Und was auch sehr, sehr schön aussieht, Fatma, wenn man mit einer zweiten Farbe drüber geht, also jetzt zum Beispiel nochmal mit Weiß und dann aber nur so ganz wenig, so drüber bürsten. Dann hat man nochmal den Effekt, den wir hier schön sehen auf dieser Flasche, dass es so ein bisschen so einen Shabby-Effekt noch gibt.
Also wirklich eine ganz einfache Sache. Und was man wirklich auch bei diesem Windlicht, also was man beachten muss, ist, dass diese Enden am Schluss natürlich nicht über der Flamme sind direkt, damit das Ganze nicht anfängt zu brennen. Aber ansonsten kann man das auch so einfach unfertig lassen. Okay, schön. Schön sieht es aus zum Nachmachen. Anleitung bekommen wir nochmal auf unserer Homepage. Auf jeden Fall. adbuffet.de, eine gute Idee von Martina Lammel. Magst du mitkommen nochmal in die Küche? Sehr gerne, ich freue mich schon. So, aufs Omelett. Und Radieschensalat, ja, ganz wichtig. So, Vincent, wie sieht's aus? Guck, hervorragend. So, da haben wir's, da ist die Füllung innen drin. Mhm. Da habe ich sie jetzt so außen und habe das noch, das ist jetzt zum Beispiel braune Butter. Boah, schmeckt. Oh, machst du noch mal oben drauf? Bringt's ein bisschen. Ja. Butter ist wie Mutter, sagt man. Butter ist wie Mutter, das ist gut. So. Das gefällt mir sehr. Jetzt hebeln wir das hier heraus. So. Und dein Radieschensalat schmeckt jetzt wahnsinnig gut. Ich habe ein bisschen Puderzucker noch dran. Und dann war es gut. Ach so, ja, wegen des Essigs, ne? Ja, echt? Dann kann man das nämlich egalisieren. Aha, okay. Sauer macht ja aber auch lustig. Das ist ganz logisch, okay. Was du sauer machst, machst du Zucker dran. Kann man sich doch gut merken. Nicht mehr so sauer. So gut, oder? Ja, ja, also prima. Hast du gesehen, was Martina gemacht hat? Ja, ja, Flechtwerk. Das ist sehr meditativ gewesen. Wirklich, ja, macht total Spaß, wirklich. Dieses Material, ist das Naturmaterial? Ja, das ist Naturmaterial. Das wird so geschnitten auf dieses, dass es genau die richtige Stärke hat. Mhm. Exakt. Kann man auch über die Herstellung mal was sich im Internet angucken. Mhm. Ist ganz interessant. Und das kriegst du in 250 Gramm Packungen. Ja, was kostet? Genau. Oder auch 500, ja, so 12 Euro. Die 500 Gramm kosten, glaube ich, so 24 Euro. Mhm. Aber du siehst, man kann drei Lampen und unendlich viele Windlichter machen. Also sehr ergiebig. Ja, sehr schön. So. Und du bist am Servieren? Ja. Das ist doch gut. Das bedeutet kommt für mich. Aber noch Rätsel, oder? Ja, ja, der schickt mich heute ständig weg. Ja, dann machen wir das doch so. Wenn Vincent sagt, dass wir das Rätsel spielen, ja, dann spielen wir jetzt auch unser 360-Grad-Quiz. Und wir haben auch schon jemanden in der Leitung. Das ist die Frau Kahle aus Großösingen. Hallo, Frau Kahle. Hallo. Wo ist Großösingen? An der B4 im Landkreis Gifhorn. Ist es schön bei Ihnen? Na, die Sonne scheint, ein bisschen kalt der Wind. Aber Hauptsache Sonnenschein. Und jetzt machen wir es noch ein bisschen schöner. Wir spielen zusammen unser 360-Grad-Quiz. Sie gucken sich gleich eine Minute lang ein Bild im 360-Grad-Modus an und bekommen vier Fragen dazu. Sie müssten uns jetzt noch sagen, Frau Kahle, ob wir nach links oder nach rechts das Spiel beginnen. Wir fangen heute mal links rum an. Heute mal links rum? Dann machen wir das. Am Anfang ist es immer wichtig, dass Sie sich orientieren, wo wir denn da sein könnten. Jetzt wird es ein bisschen konkreter, wenn Sie sich in der Ecke auskennen. War nicht, aber mal schauen. Die Plattform ist sehr prominent in der Stadt, in der wir uns befinden. Und ich sag mal, die Personen im Bild sind auch sehr wichtig. So, die Musik gibt uns an, dass die Zeit gleich vorbei ist. Ich hoffe, Sie haben sich alle Details einprägen können. Es war ziemlich viel, was es zu sehen gab. Wir starten direkt mit den Fragen. Ja. So, wo sind wir? A. In Frankfurt, B. in Regensburg oder C. in Kiel. 25 Euro gibt es für die richtige Antwort. Ich nehme A. Frankfurt, Häkchen dran und wir gucken uns unser Beweisbild an. Das ist der Blick vom Main Tower. Das ist diese Plattform, die ich eben angesprochen habe. Der Main Tower ist 200 Meter hoch und gehört zu den höchsten Hochhäusern in Frankfurt. Richtige Antwort. 25 Euro haben Sie schon mal. Zweite Frage. Wie viele Besucher stehen vor dem Mast? A, 2, B, 10 oder C, keine? Ich nehme A. Häkchen dran, 25 Euro verbuchen wir noch mal auf Ihr Konto. Und da sind die Jungs.
die vor dem Mast stehen. Dritte Frage. Die Brüstung besteht aus A. Stahlgitter, B. Glasplatten, C. Maschendraht. Für diese Antwort gibt es 50 Euro. Antwort B. Häkchen dran und wir gucken uns das Beweisbild an. So ist das. Letzte Frage. Im Hintergrund sieht man deutlich den A. Fernsehturm, B. Flughafen, C. den Zoo. 100 Euro gibt es für die letzte Frage. A. War ganz deutlich im Bild. Da ist der Fernsehturm, unser Beweisfoto. Und 200 Euro haben Sie auf dem Konto, Frau Kahle. Super. Schön. Herzlichen Glückwunsch, Petra Kahle aus Großösingen. Ach, Sie kriegen noch was. Schauen Sie mal. Unser neues Kochbuch, die Heimatküche. Oh, das ist prima. Super. Schön, ne? Alles Gute. Ich hoffe, Sie kochen gerne. Ja. Ja? Okay. Also, viele schöne Rezepte sind da drin. Viel Spaß beim Nachkochen. Dankeschön. Lieber Vincent, und jetzt? Radieschensalat. Also Radieschen von oben ist gut, von unten, kennst du den Spruch? Nee. Ach so, ja. Ich wollte gerade sagen, wenn ich immer so weiter drüber nachdenke, Achtung. Dann ist es nicht so gut. So, dann Kerbel ist eigentlich schlechthin das Frühlingskräutchen. Darf ich dir das mal geben hier? Dankeschön, ich nehme direkt noch einen mit am besten. Dann habe ich, ja, da könnte man zum Beispiel, das ist ja innen gefüllt, das könnte man zum Beispiel so auch aufschneiden. Ja. Ich zeige es mal. Komm, ich nehme noch den Teller mit. Sieht man da innen drin, ja, die Füllung? Schön. Auch raffiniert. So. Aber ich sehe da noch was. Da ist was wirklich ist? Viel Liebe drin, ne? Oh. Du, wenn schon nicht kochen kannst, dann muss wenigstens mit der Liebe gut laufen. Ja, apropos Liebe, mein Gott, das ist ja wie gerufen kommt das gerade. Wenn Sie die große Liebe suchen und immer wieder mal im Internet schauen auf den berühmt-berüchtigten Online-Partnersuche-Plattformen, dann haben wir morgen was für Sie. Wir werden uns mit einem Experten darüber unterhalten, der sich die Plattform mal ganz genau angeguckt hat. Und wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben, dann können Sie uns jetzt schon eben gerne eine Mail schicken. So, und jetzt wünsche ich einen guten Appetit. Guten Appetit. Ich empfehle auch den Salat sehr, Radieschensalat mit Puderzucker und Essig. So. Also ein richtiges Balkongericht. Muss ein bisschen wärmer werden und dann... Leicht, oder? Gesund? Ja, das ist total toll. Aber wenn ich jetzt abends grillen will, pinsel ich das Grillgut jetzt noch ein, deiner Meinung nach, vorher, oder nicht? Ich mach das nie. Machst du nie? Gutes Fleisch muss man auch nicht marinieren, ich weiß nicht. Wenn das für sich gut schmeckt, gibt man die Soße immer extra dran, da kann jeder. Aber daran scheiden sich doch die Geister, ne? Ja, aber diese Marinade dient ja hauptsächlich dazu, dass man so halb müffeliges Fleisch da irgendwie übertüncht. Versteckt. Ja, ja. Aber wir haben ja hier absolut vegetarische Kost. Das ist großartig. Und morgen melden wir uns wieder hier aus Baden-Baden. Wenn Sie mögen, schalten Sie ein. Wir würden uns sehr darüber freuen. Tschüss.